Hallo alle miteinander. Heute bin ich beim Aufbau des Volksfestes in Schweinfurt, das ja am 3. Juni hier beginnt. Ich hoffe, dass sehr viele, so wie letztes Jahr, wieder zu diesem Volksfest erscheinen. Volksfest ist ja immer so vom Sommeranfang, so der regionale Beginn, gell, so die Festlichkeiten. Obwohl, es sind ja schon viele Feste, sind ja schon gelaufen, ne? Aber das Volksfest Schweinfurt ist halt doch immer wieder ein Hingucker. Also, viel Spaß. Ich zeige euch noch ein paar Bilder so vom Aufbau und so. Und viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns ja am Wochenende beim Volksfest in Schweinfurt. Übrigens, im neuen Festzelt gibt es einen Kraxelbaum. Wer diesen Baum erklimmt und oben die Glocke klingelt, bekommt eine Freimaß. Auch heuer ist das Volksfest mit vielen Sensationen gespickt. Im Festzelt ist fast jeden Tag was los. Da rentiert es sich immer reinzugehen. Übrigens gibt es auch noch Volksfestale bei den Sparkassen und bei der Information am Rathaus. Also hingehen, Volksfestale holen, kann man doch ein wenig billiger zum Volksfest gehen. Ich begrüße vor allen Dingen Herrn Hahn, das heißt eigentlich müsste er uns begrüßen, denn er ist Gastgeber hier. Wir sind zu Gast bei ihm und danken ihm daher für die Einladung in das Volksfestzelt auf dem Schweinfurter Volksfest, was wir am 4. Juni hier eröffnet werden. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir haben einen neuen Festzeltwirt und damit natürlich selbstverständlich ein neues Festzelt. Erforderlich wurde der Wechsel nach einer überraschenden Kündigung durch die Firma Bergmann im letzten Jahr, die uns mitteilte, hier dieses Fest nicht weiter ausrichten zu wollen. Daraufhin wurde das Volksfest bzw. hier Position in zwei Fachzeitschriften öffentlich ausgeschrieben. Mit jedem der Bewerber fand ein einzelnes Bewerbungsgespräch statt und durchgesetzt hat sich dann schließlich die Firma Hahn Zelte GmbH aus dem mittelfränkischen Bad Windsheim mit ihrem Geschäftsführer Michael Hahn und ich habe gerade auch seine charmante Mutter kennengelernt. Also wir haben es hier nicht nur mit einer GmbH zu tun, sondern in erster Linie auch mit einem echten, funktionierenden Familienbetrieb in dritter Generation, ja, wenn ich mich recht erinnere. Nach 3 Jahren, in denen in Schweinfurt eine sogenannte Event-Gastronomie aufgebaut war, erfolgt damit die Rückkehr zu einem traditionellen fränkischen Festzelt. Sie können es hier auch an den Farben rot-weiß erkennen. Nicht weiß-rot, sondern rot-weiß, fränkischen sozusagen Nationalfarben, wenn man so will. Begleitet aber auch durch ein Speisenangebot mit typisch fränkischen Schmankerln wie Haxen, Hähnchen und vor allen Dingen die von mir besonders geschätzten Schäufele. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie auch im Namen unserer Festwirtsfamilie Hahn sehr herzlich willkommen heißen, hier im Volksfestzelt in Schweinfurt. Das Schweinfurter Volksfest ist doch ein sehr renommiertes und sehr bekanntes und über die Grenzen hinaus beliebtes Volksfest. Und so haben wir uns eben bemüht, schon im Vorfeld, dass wir auch die ideale Konzeption hier auf dem Volksfest aufstellen können. Natürlich alles unter dem Dach eines fränkischen Festzeltes. Mit Tischdecken muss die Kapelle übertönen vor lauter Freude, weil das jetzt eben mal gerade jemand schafft. Und das war ohne Hilfsmittel, ja. Also ohne Hilfsmittel. Wichtig war uns, dass wir ein sehr attraktives Programm haben, dass wir jede Zielgruppe ansprechen. Es muss aber immer natürlich unter dem Dach eines fränkischen Festzeltes passen. Das war ganz klar und ich glaube, das ist uns ganz toll gelungen. Da geht es dann danach schon weiter mit Blasmusik. Anschließend spielen dann mal die Gochsheimer Körpermusikanten, sind sicherlich auch bekannt. Die spielen auf dem kleinen runden Podest, die Blasmusik spielt dann am großen Podest. Das ist eine schöne Abwechslung. Spritztag, das erste Mal ein Seniorennachmittag. Da waren wir mutig. Wir denken, wie schon angekündigt, Volksfest muss für alle da sein, auch für die Senioren. Also am Dienstagnachmittag gibt es spezielle Sonderpreise für die Senioren bei Kaffeekuchen und bei verschiedenen Speiseartikeln. Und das ist neu.
Das ist neu, ja. Da gibt es noch zwei Maß für denjenigen, der den Baum da hochklettert. Ja, genau. Oder nicht so, da gibt es ein paar Fittesi. Was auch neu ist, ist ein Brauhausabend, ein spezieller Abend unter der Regie vom Brauhaus. Hier wurde auch das Thema Dirndl und Tracht aufgegriffen. Eine ganz witzige Sache, jeder, der an diesem Abend mit Dirndl oder einer Lederhose kommt, wir wünschen uns natürlich sehr viel fränkische Tracht, bekommt also eine Maß Freibier zwischen 18 und 19 Uhr. Dazu spielen dann am Dienstagabend die Wandtalspatzen. Mittwoch, Familiennachmittag, da sind wir natürlich auch beteiligt im Festzelt. Da gibt es bei uns Pommes für 99 Cent, Spezi für 1 Euro. Es kommt dazu noch ein Kasperltheater ins Festzelt. Und Bundesrahmenprogramm findet natürlich hier im Festzelt auch statt. Ja, abschließend darf ich uns allen ein wetterfestes, sonnendurchschienenes, harmonisches Volksfest 2010 wünschen, ohne besondere Zwischenfälle, aber mit vielen Besuchern und vor allen Dingen auch für Sie einer guten Akzeptanz mit hohen Ausschankzahlen, denn Sie wollen ja auch hier durchaus Ihren Umsatz machen. Und das ist